Nicht die Märchenpaläste und hinduistischen Tempel, die mit ihrer morgenländischen Pracht den Mittelstandstourismus des sozial so abgeklärten Europas nach Indien verlocken und auch nicht die Demonstration zeitgenössischer Macht in einer modernen Welt repräsentieren den indischen Subkontinent, in dem auf einer Fläche von rund 3,3 Millionen Quadratkilometern 980 Millionen Menschen großenteils in Armut vor sich hin vegetiert. Es ist vielmehr die heilige Kuh, die als Einzelwesen ein bemitleidenswertes Tier ist, die aber ob ihrer Allgegenwart als unantastbares Muttertier Symbol für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist. Sie begleitet unsere Reise durch den vom Wüstensand bedeckten Nordwesten eines der flächenmäßig größten Staaten unserer Welt, dessen Weg in die Aufnahme der Industrienationen noch viele Hindernisse zu bewältigen hat. Als Einstimmung auf die Thematik unserer Reise auf den Spuren der alten Herrscher lassen wir den Tag 15 Kilometer außerhalb des heutigen Zentrums an dem Ort ausklingen, an dem der vom Sklaven zum Feldherrn aufgestiegene Qutb-ud-Din Aibak 1193 auf den Trümmern einer von ihm eroberten Rajputen-Festung seine neue Hauptstadt errichtete, sein eigenes Sultanat gründete und den Grundstein für eine 700 Jahre andauernde islamische Herrschaft im bis dahin rein hinduistischen Indien legte. Bei unserer Ankunft bereitet sich die Sonne auf ihren täglichen Untergang am wolkenlosen Novemberhimmel in spektakulärer Weise vor, wird die Kulisse der ehrwürdigen Baudenkmäler zum idealen Fotomotiv. Am nächsten Morgen erreichen wir die gewaltigen, abweisend wirkenden Mauern des Roten Forts, der Stadt für die Mogulherrscher. Steht man vor diesen trutzigen, über 20 Meter hohen Festungsmauern aus rotem Gestein, die über 12 Meter Breite verfügen und von einem Wassergraben umgeben sind, erkennt man sofort, dass die Macht der Mogulkaiser zur Zeit der Errichtung des Forts noch auf tönernen Füßen und ihre Sicherheit im Vordergrund stand. War doch nicht auszuschließen, dass sich in Agra ansässige Hindu-Völker den aus Mittelasien eingefallenen Eroberern widersetzen würden. Der Schnoke ist an für sich ein unbedeutendes Dorf im Landkreis von Bikaner. Gleichzeitig beherbergt es jedoch ein für die Göttin Kani Mata errichtetes Heiligtum aus weißem Marmor, weil die der Legende nach im 14. Jahrhundert als Inkarnation der Durga lebende Kani Mata zur Schutzgottheit der Rajputen aufgestiegen war, ist der für sie errichtete Tempel mit beträchtigen Mitteln in hervorragender Verarbeitung erstellt worden. Was sich hinter dem kunstvoll gefertigten Eingangstor des Tempels verbirgt, macht die Anlage, die ansonsten eine von tausenden ähnlichen im Hindu-Reich wäre, indes zunächst für den Angehörigen des westlichen Kulturkreises zur Besonderheit. Der Tempel ist nämlich gerade der Tierart gewidmet, der er von Kindesbeinen an nur Abneigung und Ekel entgegenbringt, der Ratte, und so muss er entscheiden, ob er, barfuß versteht sich, sich überwinden kann, dem heiligen Tier seine Aufwartung zu machen, zusammen mit dem unablässigen Kommen und Gehen der Pilger, die sich vor dem Bild der Göttin verneigen und die Ratten füttern, weil sie die Seelen verstorbener Menschen verkörpern, wie die Legende zu berichten
ich denn weiß, das bunte Gemisch einer Bevölkerung, die verankert ist in traditionellen Lebensformen, trägt mit dazu bei, dass der Besucher sich zurückversetzt fühlt in die Zeit, als das Morgenland im fernen Europa noch die Herkunft allen Reichtums der Welt war. In graue Vorzeit zurück soll die Gründung der Stadt Schirsalma gehen. Die Rajputen-Fürsten, die durch historische Aufzeichnungen belegt, hier im 10. Jahrhundert unserer Zeitrechnung einen Standort begründeten, bezeichnen den nepalesischen Prinzen Siddhartha Gautama, den Urbuddha persönlich und auch den Gott Krishna als ihre Ahnherrn. Islamische Eroberer bestimmten die Machtverhältnisse ab dem 12. Jahrhundert. Wie auch andernorts im nördlichen Indien ordneten sich die herrschenden Maharajas im 19. Jahrhundert ohne Widerstand dem britischen Kolonialreich unter, um von den Errungenschaften der Europäer zu profitieren. Lebendiges Pilgerziel für die gläubigen Jainas, die mit rund 4,5 Millionen nur etwa 0,5% der Gesamtbevölkerung Indiens bildet, scheint der Ort zu sein. Dagegen, dass Fremde ihre heilige Stätte als rein von kunsthistorischer Bedeutung bestaunen, haben sie keine Einwendungen, wenngleich sie Wert darauf legen, dass auch die Ungläubigen sich ihrer Regel unterziehen, zumindest keine Lederprodukte in ihre Tempel mitzunehmen. Und so stehen wir ohne Geldbörsen, ohne Armbanduhren und ohne Gürtel vor der Fassade des Shaumak-Tempels, deren filigrane Architektur aus weißem Marmor im Sonnenlicht seit dem 15. Jahrhundert unserer Zeitrechnung Heimstätte der jainistischen Philosophie ist. Exakt 1444 kunstvoll bearbeitete Säulen tragen das Dach der miteinander verbundenen 29 geometrisch angeordneten Hallen, die insgesamt eine Fläche von 3716 Quadratmetern bedecken. 60 Jahre benötigten Handwerker und Künstler, um den von einem reichen Jain-Kaufmann gestifteten Sakralbau nach einem im 14. Jahrhundert verfassten Text unter Leitung des Baumeisters Depa mit Darstellungen von Tieren, Tänzerinnen, Rankwerk und Blumen bis ins geringste Detail in perfekter Verschmelzung von religiösen Prinzipien mit ästhetischen Ansprüchen von zurückhaltender Eleganz auszuführen.